Meine Lieben, hello, hello, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem Vlog, auch wenn es jetzt hier gerade nicht so aussieht, aber ich habe gerade eben einen Damn-Haul abgedreht. Ich möchte einen schönen Adventskalender für meine Freundin basteln. Ich bin eigentlich in den DM gegangen, weil ich Spülmittel gebraucht habe und Spülmaschinen-Tabs. Ja, es ist ein bisschen mehr geworden. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich drehe spontan ein Video für euch ab als kleine Inspiration, sodass ihr seht, was es Neues bei DM gibt, beziehungsweise, dass ich euch da vielleicht eine kleine Idee geben kann zum Thema Adventskalender. Ich wollte nämlich keinen normalen kaufen mit Schokolade und bliblablub. Und deshalb starte ich jetzt einen Vlog, weil ich jetzt gerade fertig gemacht bin. Wir starten jetzt in den Tag. Ich nehme euch eine Runde mit. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich habe ein bisschen was geplant. Meine Videos sollen euch natürlich inspirieren. Sie sollen euch einfach ablenken von diesem trostlosen Corona-Problem, das wir ja alle haben auf dieser Welt. Es ist echt so ätzend und es ist so traurig. Und man hat das Gefühl, man darf nicht sagen, wie traurig man darüber ist und wie schade es ist, wie das alles läuft. Und das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Es ist einfach total ätzend, ne? Es ist richtig ätzend, ja. Und deshalb versucht man sich es natürlich zu Hause schön zu machen. Klar, gar keine Frage. Uns bleiben da halt auch wenig Mittel im Sinn von, wir können nicht ins Schwimmbad, wir können nicht zu den Hüpfburgen. Wir vermeiden es natürlich in die Stadt zu fahren, um eine Shoppingtour zu machen. Das wird ja alles vermieden, also wir machen so. Ich konnte das auch gar nicht glauben. Am Wochenende war verkaufsoffener Sonntag in dem Möbelgeschäft, mit dem ich den Stress meines Lebens habe bezüglich der Waschküche. Es ist unglaublich. Ich glaube, das wird hier gerade ein Laberblock, ne? Ja, wenn ich schon mal dabei bin, aber ihr... Ja, habt ihr mitbekommen, dass ich ein großes Projekt gestartet habe mit meiner Waschküche, aber leider ist es ja, richtig blöd gelaufen. Kann ich euch ja mal erzählen, bevor ich euch die anderen Sachen zeige. Ich habe nämlich was richtig Schönes für den Liam geplant. So viel zum Thema, ne? Man versucht sich zu Hause schön zu machen, aber der Liam ist ja jetzt auch kein Baby mehr, deswegen kam die Baby-Ecke weg. Und es sind einige schöne neue Sachen eingezogen, vielleicht eben auch für euch was Passendes dabei. Jedenfalls zum Thema Waschküche. Ich hatte leider einen Mitarbeiter, der hat nicht so viel Bock gehabt. Der hat so einiges richtig bearbeitet, also beschissen bearbeitet. Ja, ich muss jetzt mal dieses Wort sagen. Wirklich, ich habe die Geduld meines Lebens bewiesen mit diesem Möbelgeschäft. Wir haben da so unfassbar viel Geld schon ausgegeben für unser Haus. Und... also in all den Jahren, ne? Jetzt nicht auf einen Schlag. Und ja, ich hatte zwei Angebote eingeholt zur Waschküche. Seht ihr, jetzt steigt gerade mein Puls. Ja, das Temperament. Ja, und das kleinere Möbelgeschäft, das war ein Küchengeschäft, das war 1000 Euro teurer. Und ganz ehrlich, also wir müssen auch hart für unser Geld arbeiten, so wie jeder da draußen. Und deshalb habe ich mich letztendlich für dieses große Möbelhaus entschieden. Das war ein Fehler. Das war tatsächlich ein Fehler. Also dieser Mitarbeiter, der hat sich Sachen geleistet. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wenn ich euch die E-Mail vorlesen würde, was der mir geschrieben hat oder wie der am Telefon mit mir gesprochen hat. Also der hat es überhaupt nicht gebacken bekommen, sei es mir einen Vertrag zu schicken, sei es es richtig auszumessen, beziehungsweise zum Beispiel einen Lichtschalter zu beachten, sei es die Rohre, weil das Wasser verlegt werden muss und so weiter und so weiter. Das war ein Hickmack. Ich habe ja auch unseren Gaswasserinstallateur schon kommen lassen, weil ich einfach fragen wollte, was es dann kostet, wenn wir das Waschbecken auf die andere Seite packen. Ne? Klar, der Abfluss muss ja dann verlegt werden, auf Putz aber. Und ich wollte erstmal die Kosten wissen, damit ich ungefähr weiß, wo die Reise hingeht. Ja, und das wurde halt alles nicht berücksichtigt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe den Vertrag gekündigt, meine Lieben. Echt, weil ich so viel Geduld hatte. Und dann kam diese E-Mail von dem. Ey, selbst mein Mann hat echt gedacht, er steht im Wald. Und das ist ja ein ganz ruhiger, ne? Mein Mann, das ist ja die ruhigste Person ever. Der hat das Telefon genommen. Gott sei Dank ist der nicht dran gegangen. Mein Mann, ich glaube, der hätte ihn am Telefon auseinandergenommen. Also Wahnsinn, wie der mit mir gesprochen hat. Naja, egal. Das Möbelhaus hat mir dann aber einen super netten Mitarbeiter zur Seite gestellt, nachdem der mich erstmal anrief und ich ja gesagt habe, nee, ich möchte mit euch nichts mehr machen. Ja, okay, ich merke schon, es wird ein Laber-Vlog. Also ich hatte gesagt, es wird nichts mit uns und er war dann aber total nett und
Ja, der hat so eine ganz tolle Art gehabt, aber jetzt nicht so rumgeschleimt, sondern ganz sachlich und hat dann alles wieder in die richtige Bahn gelenkt. Ich habe dann auch unterschrieben, habe eine Anzahlung geleistet, die... Ja, also diese Waschküche, das ist wirklich der Wahnsinn. Ne? Ich habe mich in dieses System verliebt. Ich hatte das bei der Sally gesehen. Es hatten mich da auch ganz, ganz viele von euch drauf aufmerksam gemacht. Ich glaube, wenn ich zu Ikea gefahren wäre, ne, hätte ich ein Drittel davon bezahlt und hätte die Waschküche jetzt schon. Also ich habe eine Waschküche im Moment. Ne? Das sind so, das sind auch keine First World Problems. Ne? Leute, das ist, ne, ich habe da jetzt lang überlegt, also bevor jetzt irgendwelche Hater wieder kommen, ich habe lange überlegt und ich bin sehr, sehr lange in unserer Waschküche. Tatsächlich, ich habe 5 Kinder, meine Waschmaschine läuft täglich ungefähr 2-mal. Und ich möchte es halt einfach mit diesem System jetzt endlich haben. So, aber ich muss mich auch nicht rechtfertigen, ne? Ich gehe dafür arbeiten und verdiene das Geld. Und jedenfalls war der super nett und nachdem ich dann unterschrieben hatte, war meine Frage, wann denn die Waschküche geliefert wird. Und jetzt, Achtung, ich habe es schon auf Instagram erzählt, im September war ich dort bei dem ersten Mitarbeiter und er meinte 6 bis 8 Wochen, also September, Oktober, November, ja, sagen wir mal Anfang Dezember, ne? Gut kalkuliert. Ja, erst nachdem ich unterschrieben hatte, jetzt sagt er, ja, also die Waschküche würde dann im März kommen. September, März. Ey, dieses Thema, ne? Und ich hatte mich so auf diese Waschküche gefreut. Wirklich, das war so mein Projekt. Wie mit der Terrasse. Das ist so, wenn du dich auf was freust und sparst und dir Gedanken machst, recherchierst einfach. Es ist nicht schlimm. Ich lache ja trotzdem und ich bin da jetzt nicht total sauer, aber ich denke mir, Wahnsinn, wie es so laufen kann, ne? Aber wie gesagt, es gibt durchaus Schlimmeres. Oh mein Gott, und ihr kennt ja sowieso immer nur kleine Teile unseres Lebens, was im Hintergrund privat läuft, das seht ihr ja alles gar nicht. Also es gibt schon durchaus Schlimmeres und Wichtigeres, vor allen Dingen hier bei uns in der Familie. Ihr wisst, ne, Thema Krankheit und so weiter, aber so hier jetzt auf YouTube erzählt man natürlich nur solche Sachen, schöne Sachen und versucht sich so wenig wie möglich angreifbar zu machen. Aber das gelingt natürlich nicht, wenn ich da jetzt von meiner Waschküche erzähle und rumjammer, dass die jetzt erst im März kommt. Denken vielleicht manche, sei froh, dass du es überhaupt bestellen kannst. Ne? Bin ich auch, bin sehr, sehr froh und sehr dankbar. Aber wie gesagt, das ziehe ich ja keinem aus der Tasche. Ja, also... ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal lösche. Es war jetzt doch sehr ehrlich. Aber letztendlich ist es so gelaufen und ich nehme euch immer ein bisschen mit durch mein Leben. Und ja, so ist es mit dem Möbelgeschäft gewesen. Wie bin ich jetzt überhaupt da drauf gekommen? Ach, das Möbelgeschäft, genau. Das Möbelgeschäft hat tatsächlich am Sonntag offen gehabt. Verkaufsoffener Sonntag. Corona, verkaufsoffener Sonntag. In einem Möbelgeschäft, also wo ich mir so denke, okay, alles klar, läuft bei euch. Also was bitteschön könnte ich jetzt so Wichtiges brauchen, als dass ich in dieses Möbelgeschäft fahre? Und ja, da wollte ich ja eigentlich hin, ne, wenn die kleine Italienerin mal anfängt zu reden. Wir, ja, das ist unsere Mentalität. Jedenfalls habe ich mich sehr gewundert, dass da verkaufsoffener Sonntag war, tatsächlich, weil ich mir gedacht habe, also was gibt es denn so Wichtiges, was ich da jetzt kaufen könnte, um ja, da mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen ich ja eigentlich gar nicht in Kontakt kommen soll. Also es ist schon alles sehr, sehr komisch. Man soll sich ja nur mit 2 Haushalten treffen draußen. Und also ja, egal. So viel dazu. Also wir sind da nicht hingefahren, auch wenn wir noch auf Schrauben warten. Von unserem Bett, das wir vor 2 Wochen abgeholt haben und die Schrauben gefehlt haben für den Gianluca. Er hat ein Box-Springbett. Ich kann es nicht aussprechen. Er hat ein neues Bett bekommen, das er sich gewünscht hat und irgendwie haben die Schrauben gefehlt. Ja, auch geile Geschichte, ne? Ich erreichte auch niemand in diesem Möbelgeschäft. Naja, gut, es war das letzte Mal, dass wir da gekauft haben. Sind wir mal ehrlich. Also die haben wirklich einiges jetzt, also man kann Fehler machen, ne? Gar keine Frage, ey, wir sind da die Letzten und man muss uns da jetzt auch nicht irgendwie den Hintern pudern beziehungsweise einen roten Teppich ausfahren, ganz ehrlich, also das ist ja ein Quatsch, aber wenn man Kunde ist und da Geld lässt, dann möchte man doch das Produkt, vor allen Dingen man möchte es komplett haben. Also das Kind hat jetzt ein halb aufgebautes Bett,
wir haben alle schon raus zum Sperrmüll. Ganz ehrlich, also es gibt doch Sachen, da kann man sich schon ein bisschen ärgern. Ne? Naja, egal, sei es drum. Wir starten jetzt durch in dieses Video. Wir sind ja eigentlich schon gestartet, dass ich sogar schon einen rauen Hals habe, weil ich so viel gelabert habe. Ich zeige euch jetzt, was Neues angekommen ist für Liams neue Spielecke. Und dann schauen wir mal, was noch so passiert in diesem Video. Ja. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ich öfters mal wieder solche Videos machen soll. Ich hatte mir ja extra hier auch dieses Eck eingerichtet für unseren Heidi Talk, ne? Ja, und dann kam Corona. Nein. Okay, also, ganz viel Spaß. Let's go. Und ich räume hier erstmal alles weg. Und dann zeige ich euch das Eck. Aber, ja, ihr seht es ja jetzt sofort im Anschluss. Komm mal her, Bella. Bella, komm mal her. Da sind sie jetzt, die Bilder. Die sind für Liams Spielecke geplant. Finde ich mega, mega süß. Hier, schaut mal, wie goldig. Und die wollte ich fürs Wohnzimmer. Also hatte ich so geplant. Da möchte ich nämlich die eine Wand noch streichen. Und da wollte ich eben neue Bilder für haben. Das Bild kommt jetzt hier noch in diesen Bilderrahmen. Auf der Desenio-Seite ist das richtig cool. Da könnt ihr euch nämlich die Bilder nebeneinander so hindrapieren, wie ihr das möchtet und könnt schon mal sehen, wie es dann im Endeffekt aussieht. Falls ihr genauso Probleme habt wie ich mit der Vorstellung. Die hier sind jetzt noch für meine Mama. Mama steht total auf Blumen. Hier, deshalb wird sie diese hier bekommen. Bilderrahmen habe ich auch noch dazu. Und für Lissandros Zimmer habe ich ja auch noch zwei Stück bestellt. Die sind jetzt schon unten. Habt ihr ja schon gesehen. Das sind jetzt noch die anderen. Hier ist noch eins für die Mama. Also die haben wirklich ganz, ganz viele verschiedene, richtig, richtig schöne Bilder. Schaut da gerne mal vorbei. Rabattcode schreibe ich euch unten in die Infobox. Ich habe mir den Rabattcode jetzt nochmal angeschaut, bevor ich euch irgendeinen Käse erzähle. Also mit dem Rabattcode ROSELLAMIA2020 bekommt ihr 25% Rabatt auf die Poster bei Desenio. Allerdings gilt der Rabattcode nicht auf Rahmen und auch nicht auf Handpicked und personalisierte Poster. Ja, aber da findet ihr bestimmt was. Und 25% Rabatt ist ja eine ganze Menge, gilt allerdings nur für 3 Tage. Schaut da einfach mal vorbei. Vielleicht findet ihr ja was Schönes. Also es sollen quasi verschiedene Bilder hier an diese Wand, denn das hier wird Liams neue Spielecke. Nicht wundern, ich bin noch nicht fertig. Ich mag euch das Chaos eigentlich gar nicht zeigen. Wir haben das nur jetzt mal so provisorisch hingestellt und aufgebaut. Ich bin total verliebt hier in dieses Häuschen. Das gefällt mir so, so gut. Gibt es auch in schmal, in breit, in höher und kleiner. Ich habe jetzt hier einfach mal Bücher reingestellt und bin schon sehr gespannt, wie es dann letztendlich aussehen wird. Schreibtisch hat er auch bekommen, weil er total gern malt. Aber wie gesagt, es steht hier alles nur provisorisch. Ich bin noch nicht fertig, zeige euch dann natürlich auch das Endergebnis. Die Möbel sind von Jolly Room. Da ist ja auch Liams Küche her. Liam kocht gerade was in seiner Küche. Da ist er. Wir sind jetzt hier aber letztendlich auch noch nicht ganz fertig. Dieses süße Schränkchen hier ist tatsächlich auch von Jolly Room. Kann man aufmachen. Richtig goldig. Da hat er sein Spielzeug drin. Dieses Teilchen hier habe ich bei TK Maxx gekauft. Das ist ein Kühlschrank. Gefällt mir jetzt hier leider nicht so gut. Tatsächlich habe ich danach dieses Teilchen hier gekauft. Das gefällt mir richtig gut. Das Schränkchen habe ich auch in diesem Möbelgeschäft, in dem besagten, gekauft. Hier sind so kleine Kästchen. Da hat er auch noch Spielsachen drin. Ja, richtig süß, wie er dann immer beschäftigt ist und für uns Kuchen backt. Hier ist Geburtstagskuchen.
Hier ist Obst und Gemüse. Da Olivenöl und Essig, Honig, Milch hat er. Ja, der kocht immer ganz fleißig hier, der Liam, ne? Und das Teil ist tatsächlich auch noch von seinen Brüdern. Ja, sieht man auch, dass der Topf schon etwas älter ist. Ist aber nicht schlimm. Kann man ja trotzdem mitspielen. So, machst du mir jetzt ein paar Eier, Liam, oder nicht? Ja. Ja? Okay. Hier sind sie, die Eier. Das kann man aufschneiden, ne? Mit so einem Klettverschluss. Richtig goldig. Und hier ist sogar das Gelbe vom Ei drin. Warte, ich zeig's euch. Da ist es. Das Gelbe vom Ei. Machst du mir ein leckeres Ei jetzt? Er klopft auch immer so. Klopft hier dran und dann packt das in den Topf oder eben in die Pfanne. Da ist auch noch Salz und Pfeffer. Ja, da ist das Ei, ne? Die Küche kann ich euch auch gerne mal verlinken. Ist auch süß hier, ne? So. Was haben wir noch? Apfel. Mhm, okay. Machst du mir noch einen Tee? Ja. Okay. Hopp. Warte, genau. So. Eins. Eins. Zwei. Drei. Genau. Und dann haben wir noch die drei. Hm? Wo ist die drei, Liam? Da. Da. So, meine Lieben, schaut mal, das ist die Realität. Das ist YouTube und Instagram. Oben schicker. Ich wollte den Pulli eigentlich ausziehen zum Video. Ja, und unten halt so, wie man daheim rumhängt. Also, ich wollte dieses Video noch beenden. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Eine kleine Laberrunde bzw. eine kleine Inspiration. Vielleicht war ja was für euch dabei. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Passt mir bitte alle gut auf euch auf. Ja, und macht nur das Beste draus aus dieser Situation. Es geht uns allen so, ne? Allen, wirklich. Und wenn ich dann mit Mama telefoniere in Italien, denke ich mir, oh mein Gott. Also ich bin so froh, dass wir hier ja, leben und dass das alles so geregelt wird. Ob es jetzt gut ist oder schlecht, sei mal dahingestellt, ne? Aber man muss halt einfach echt jeden Tag versuchen, das Beste draus zu machen. Auch wenn es leichter gesagt als getan ist. Okay, also, meine Lieben, macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und schaut unbedingt in meinen DM-Haul. Ich habe übrigens die Sachen immer noch nicht weggeräumt. Ja. Ich muss erst mal was essen. Also, bis zum nächsten Video. Ciao.